Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir ordentlich an Proben vom Mond mitgenommen, beziehungsweise von dem Mondorbit, was uns 137 Punkte gegeben hat, Wissenschaftspunkte. Und jetzt wollen wir unsere neuen Techniken ausprobieren, denn wir haben neue Antriebe. Den hier und den hier. Und haben wir nicht noch irgendwelche anderen? Schauen wir nochmal nach, welche wir genau bekommen haben. Nee, nicht speichern. Weil wir müssen heute die ersten Tests mit diesen Raketenantrieben vornehmen, damit wir wissen, für was wir sie gut verwenden können. Wir werden eine Rakete auf jeden Fall mal in den Orbit schießen müssen. Dort schauen, wie gut die manövrieren. Und auch schauen, wie gut die hier unten manövrieren. So, die bringen uns den Orbitalmanöververband. Der Orbitalmanöververbund mit 110 kN im Vakuum und 65 kN auf der Oberfläche. Nicht schlecht. Ein Doppeltriebwerk mit 400 Newton im Vakuum und 334 Newton in Nicht-Vakuum. Neue Fest... Oho. Oho, so ganz genau. Der Skipper schaut cool aus. Mit 650 kN. Und 558 hier. Und du hast 250 kN. Ihr habt weniger als erwartet. Oder sind das jetzt, geht es hier um 1000 im Nicht-Vakuum? Wir bauen mal eine Testrakete, würde ich sagen. Und hier haben wir ja jetzt nur neue Bauteile erhalten. Entkoppler, neue Verbindungsstutz. Oh, die wird unsere Raketen ein bisschen fester machen. Was ist das? Ein Keyframe Storage Apparatus. Okay. Container, den werden wir brauchen können und noch so einen Container. Und ein Container Mount. Ah, dann kann man die Container abnehmen oder was? Auch cool. Warum gibt es den eigentlich zweimal? Aber na gut, lasst uns hier nicht so vertiefen. Erstmal schauen wir, was wir mit den Raketen machen können. Bedeutet, wir werden oben... Ja, wir machen es lieber mit einem Crew-Member, der kann notfalls die Raketen besser steuern. Bedeutet, wir nehmen eine ganz normale Crew-Module. Versehen den natürlich mit dem dementsprechenden Equipment. Ich habe echt keinen Plan, wie heftig dieses Teil darauf reagiert. Deswegen nehmen wir auch für Notfall zwei Bremsfallschirme mal mit. Da drängt er direkt mal sein Hitzeschild wieder. Und einen Decoupler. Der ist zu groß. Zu groß. So, okay. Weil wenn ihr natürlich wirklich so viel Boost geben, wie ich jetzt verstanden habe, mit 1000 kN, könnte das natürlich eine sehr heftige Raumfahrt werden in Zukunft. Wir testen mal nur einen Antrieb. Ne, warte mal. Nehmen wir noch die hier. Okay. Dann nehmen wir uns mal einen dieser Antriebe. Das ist der. Der ist größer, oder? Ne, der ist sogar kleiner. Du hast... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, 41.000 kN Thrust. Weil das schaut mir nach einem Punkt aus und das andere nach einem Komma. Aber dadurch, dass die falsche... Warte mal, was braucht ihr denn für Treibstoff? LH2 und Oxidator, okay. Vielleicht braucht das Zeug hier. Wir haben jetzt schon 600 kN Thrust. Wie geht das denn? kN Thrust. Holy shit, Mongs. Das ist jetzt die Test 1 einfach mal. Damit wir im Notfall das speichern können. Speichern. Oder wir speichern es ja so oder so. Wir tun die Bremsfallschirme rein. Und tun beim Decoupeln. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Wir können gleich mehrere Sachen ausprobieren. Und zwar will ich probieren, dass wir den anderen Teil auch hier retten. Behörde kriegt ein 4er Array an Bremsfallschirmen und ein 4er Array an Hauptfallschirmen, die alle aktiviert werden sollen, wenn es zum Decoupeln kommt. Speichern und starten. Bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert oder was uns allgemein erwartet. Ich bin da gerade... Ich habe mit denen ich noch in meinem Privatgame nicht wirklich gespielt. Also baue ich tausende Raketen und teste, weiß ich schon, jeden Antrieb mal, um herauszufinden, wie ersetze ich den am besten am Ende ein, weil es kommt ja drauf an, wie ich ihn einsetze. Jeder Fehleinsatz tut einen toten Kerbal verursachen. Und wir haben ja nicht unendlich Kerbals. Okay. Leute, seid ihr bereit?
Testflug mit neuem Antrieb in 3, 2, 1, Feuer! Wait, what? Was bringt sich dieses Teil genau? Ich kann stören, okay, aber... Ab welchem Zeitpunkt gibt es schon... Passiert denn da was? Ah. 41 Kilonewton. Also nicht 1000. Okay, wir können die Rakete stoppen, Leute. Bremsen. Ich finde cool, dass die Animation so wird, aber... What the fuck bringt sich dieser Antrieb, außer dass er sich richtig geil ausfährt? Alter, hat der null Schub? Oder ist er für den Orbitalbereich vielleicht besser? Was natürlich, was man ihm zugutehalten muss, dieses Einklappen bringt sich vielleicht beim Landen. Wenn man dann auf andere Triebwerke umschaltet, wenn man nur noch im letzten Bremsmoment ist, das einklappt, hat man natürlich einen größeren... Ich hab dafür ernsthaft... Was? Hat dafür gerade ernsthaft Wissenschaftspunkte gekriegt? What? Okay. Also, nochmal zur Güte für diesen Antrieb. Du fährst dich aus, wenn du aktiviert wirst. Hast Mantel, hat nicht Mantel, kannst bei hoch 35 Zündungen haben, okay. Und wirst halt ausgeklappt, okay. Ah, du bist nicht das, was ich erwartet hätte drunter. Also ist der Ernster fürs Vakuum eher gedacht, hier mit seinen 160 Kilonewton. Vakuum, dafür haben wir aber auch, rein theoretisch noch bessere, aber wahrscheinlich verbrauchen wir weniger, oder? Wie viel verbrauchst denn du? Du brauchst... 5 Oxidator in der Sekunde und 86 LA2. Du brauchst 136. Okay. Ist natürlich echt besser wie sowas hier. Verbraucht doppelt so viel Thrust, aber weniger. Braucht sogar mehr. Das ist noch ein kleiner. Okay, das ist aber auch nur ein kleiner Antrieb. Du bist erst der Große. Hast 500 Kilonewton, brauchst aber tonnenweise mehr. Vergleichen wir das mal zu der. Der hat 2000 Newton Thrust. Für was benutzt man dann den anderen? Für Langzeitflüge? Oder weil das ist es nur der einzige Vorteil, dadurch, dass es sich einklappt, dass man ihn öfter verwenden kann. Ich weiß es nicht, aber ich verstehe es auch nicht. Ich habe echt gedacht, dass wir für schwere Raketen halt voll den geilen Antrieb kriegen, aber irgendwie habe ich das verrechnet. So. Was schaut das da an? Das schiebt uns hier einfach nach oben. Wir sind jetzt schon bei 2000 Meter. Ich muss mal bremsen. Würden wir hier eine erhöhte Geschwindigkeit? Wie schnell kommen wir hier? Es könnte gefährlich werden, Leute. Wir nehmen immer noch an Geschwindigkeit zu, das ist ja echt schon ekelhaft. Ich bremse mal runter und versuche den Wiedereintritt direkt zu provozieren. Wiedereintritt wird provoziert. Leute. Was steht denn hier? Wann tun sie sich entfalten? Oder wann öffnen die sich überhaupt? Also, die sind hier auf jeden Fall im Präaktivierungsmodus. Schauen wir mal, wie unser Antrieb das überlebt. Bin gespannt.
Wenn der Antrieb wirklich überleben sollte, wäre das natürlich für uns ein riesen Vorteil. Natürlich nicht alle unsere Booster so ausstatten. Wir landen noch nicht weit weg. Wir sind wie hoch gekommen? 38.000, ja. Wir sind jetzt nicht ganz raus, aber wir sind etwas raus. Bitte Bremsschaltschirme. Ja! Bremsschaltschirme aktiviert! Das fällt das Teil immer noch sehr, sehr schnell. Auseinander von uns. YOLO! Als ob! Wie gut klappt das denn? Das Ding hält sich, ich hab das Gefühl, das Ding hebt ab. Was? Tschüss! Aber warte mal, ich sollte den Hauptfallschirm vielleicht auch öffnen. Der wird immer noch... Ich bin gerade echt irgendwie baff, muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet. Jetzt kommt er runter, weil er den Griff hat. Alter! Ich brauche nicht mal so viel Fallschirm. Da würden gleich drei auch immer reichen. Wie weit ist der Boot noch entfernt? 500 Meter. Für den wird es immer mehr. Wir sind schneller. Wir wiegen aber nicht mal andersweise. Der hat noch Treibstoff drin. Der hat noch 100 ms Treibstoff. How? What the heck? So, jetzt kann er nicht mehr größeren Abstand kriegen. Man sollte nicht den Vorspul aktiviert haben. Ach verdammt, aber es hat so gut funktioniert. Also weil ich über viel beschleunigt habe wahrscheinlich und dann setzt er aus. Ups. Ich glaube, irgendwas ist gerade abgestürzt. Nein, KSP ist abgestürzt. Everything changes.